einsteigen und Ford-Modelle testfahren bei Ihren Automobilforen Kuttendreier und AHG. Ganz in Ihrer Nähe. Fünfmal in und um München. Just Drive. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute aus dem Museumsareal hier in der Maxvorstadt, wo es jetzt einen Zuwachs gegeben hat. Wahrscheinlich den letzten Zuwachs, der aber sehr wichtig ist, denn es handelt sich um das Ägyptische Museum. Und da begrüße ich die Direktorin Silvia Schoske. Herzlich willkommen. Und ich begrüße den Innenarchitekt des Ägyptischen Museums. Sie sind sozusagen für alles das, was innen aufgebaut wurde und für die Vitrinen verantwortlich. Ganz herzlich willkommen. Genau. Jetzt interessiert natürlich als erstes das Ägyptische Museum hier vor der HFF, vor der Hochschule für Film und Fernsehen. Das ist ja nun das moderne Kunst und Sie sind sozusagen die älteste Kunst, die wir kennen. Wie haben Sie sich denn da die Zukunft vorgestellt zwischen diesen beiden? Zunächst einmal ist es ein eher zufälliges Aufeinandertreffen. Es gab einfach diesen Platz hier noch, der dem Freistaat gehörte. Es war klar, er soll für kulturelle Zwecke genutzt werden. Die HFF brauchte dringend mehr Platz, wir auch. Und so sind wir zusammengekommen. Macht man sich schon Gedanken, wie man sich gegenseitig befruchten kann? Das ist ja eine spannende Synergie, die da eventuell entstehen könnte. Es gibt eine in der Zwischenzeit auf administrativer Ebene einen sehr, sehr guten Kontakt. Wir haben ja auch so einiges gemeinsam. Wir müssen manches gemeinsam betreiben. Aber über inhaltliche Dinge, außer der Tatsache, dass wir was tun wollen, muss ich gestehen, war einfach noch keine Zeit, sich den Kopf zu zerbrechen. Jetzt eröffnen wir das Haus. Und ab nächster Woche machen wir uns Gedanken damit, was wir an verschiedensten kulturellen Kooperationen machen. Okay. Architektonisch, Sie sind fürs Innenarchitektonische zwar verantwortlich, trotzdem werde ich Sie fürs Außenarchitektonische auch mal kurz befragen. Viele sind hier monatelang vorbeigefahren, haben diese Wand gesehen und haben sich gedacht, wie kann man eine solche Wand vor eine solche tolle Aussicht bauen? Erklären Sie doch mal, warum das Ägyptische Museum sozusagen diese Wand an der Stelle hat. Naja, es ist eigentlich, wenn man sich es vom Entwurf her ansieht, ein genialer Entwurf. Im Prinzip ist es, ja, erinnert es an altägyptische Grabarchitektur, ohne ägyptisierend zu sein. Sie haben also diese Freitreppe unten, einen kleinen Eingang vor einer monumentalen Wand. Und das ist städtebauliches Zeichen überhaupt schlechthin. Also es ist ganz toll. Und Ihr Museum ist ja komplett unterirdisch, ne? Ja, die Ausstellungsräume sind komplett unterirdisch. Trotzdem haben Sie Tageslicht. Das werden wir dann gleich sehen, wenn wir runtergehen. Aber das Schöne ist ja, man kann den ersten Eindruck schon hier draußen gewinnen. Denn wenn man von hier aus sich den Lichthof anguckt, dann versteht man es vielleicht besser, wenn wir nachher unten sind, ne? Genau, also wir nennen es ein Atrium, um das sich die wichtigsten beiden Hallen, die sich mit altägyptischer Kunst beschäftigen, gliedern. Und es ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Der Besucher sieht das, so wie Herr Reisle gerade schon richtig formuliert hat. Es erfüllt so vordergründig die Erwartungshaltung an das alte Ägypten. Ah, es geht in die Unterwelt, es wird dunkel. Das setzt sich dann scheinbar im Inneren fort, aber nur für ganz kurze Zeit. Und dann öffnet sich eben sowohl die Räume in ganz groß, als auch, dass wir dann Tageslicht haben. Und ich nenne das dann ganz gerne Heruntersteigen zum Licht. Wenn man dieses Heruntersteigen zum Licht hinter sich hat, muss man dann in Ihrem Museum einer gewissen Chronologie folgen? Oder wie ist es innen drin aufgebaut? Was hat der Besucher zu erwarten? Eben keinen chronologischen Rundgang. Nahezu alle ägyptischen Museen weltweit pflegen diesen chronologischen Rundgang. Und die Erfahrung mit unzähligen Museumsführungen, auch mit Führungen für beispielsweise Mitglieder unseres Freundeskreises in anderen ägyptischen Sammlungen zeigt, das ist eine Thematik, die dem Besucher herzlich egal ist. Und was soll er dann da erwarten? Zunächst einmal, wir haben ja einen etwas komplizierten Namen, Museum ägyptischer Kunst. Das ist Programm, das ist auch eines der Alleinstellungsmerkmale unseres Hauses. Also es geht zuallererst um Kunst. Und das ist im alten Ägypten, das alte Ägypten betreffend Rundplastik.
Und wenn wir dann nachher runtergehen, stehen wir zuallererst in den Räumen, die sich mit ägyptischer Kunst wiederum mit bestimmten Inhalten befassen. Mhm. Um dieses Zentrum sozusagen, um den Kern des Hauses, sind dann ein Dutzend thematischer Räume gelegt. Und da kann dann der Besucher, wir sagen so gerne, ins Jenseits gehen. Er kann sich mit altägyptischer Religion befassen, mit Königtum und. Also mit thematischen Einheiten, die dann auch schneller und leichter erfassbar sind, eben weil sie nicht den Ballast der Chronologie mit sich rumtragen. Dann wollen wir uns das jetzt mal von unten anschauen. Religion und Jenseits sind ja wohl zwei Themen, die ganz wesentlich sind in der ägyptischen Kunst. In der ägyptischen Kultur, ja. Aber die altägyptische Kunst ist eben immer noch nicht eigentlich da angekommen, wo wir sie haben wollen, nämlich als völlig selbstverständlicher Platz in der Weltkulturgeschichte, ohne die auch alle anderen Häuser hier rundherum nicht so gut existieren könnten. Und das ist eigentlich die Idee, den Besucher also zunächst über das Medium der Kunst und eben nicht über das Medium von Schrift und Sprache und irgendwas Verkopftem reinzubringen, wie der Fachmann rangehen würde, sondern ihn als allererstes vor etwas zu stellen, was er sofort als typisch ägyptisch erkennt. Das schauen wir uns jetzt an. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Frau Schoske, eine interessante Treppe. Sie haben eben gesagt, das ist das Schrittmaß der Direktorin. Ich habe da keine Probleme damit. Sie sind ein bisschen größer, Sie machen längere Schritte. Und was Sie jetzt hier endlich mal haben, ist Platz. Nicht? Denn Sie kommen ja aus der Residenz mit der Ausstellung. Wie sind Sie überhaupt rangegangen, dieses jetzt inhaltlich hier, dieses Gebäude zu füllen? Sie sind ja für die Vitrinen und die Ausstellung, die hier so steht, der Verantwortliche. Ja, also das ist natürlich in einer starken Abstimmung mit der Frau Dr. Schoske entstanden. In vielen Sitzungen, da hat man sich ausgetauscht, welche Objekte das Leitobjekte sind. Wenn Sie jetzt beispielsweise dieses Objekt anschauen, man kommt von oben runter, man hat ein Ziel, man läuft darauf zu und sowas ist ein Aufhänger. Und darum gruppiert man einen Platz, eine Situation. Frau Schoske hat gesagt, welche Inhalte sie transportieren möchte, welche Objekte das wesentlich damit in Verbindung sind. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie ist die Anordnung ideal. Frau Schoske hat dann andere Meinungen gehabt, dann haben wir das ausdiskutiert und dann ist man da so zu einem Ergebnis gekommen. Wir müssten eigentlich noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Bitte. Und zwar das Konzept, was in welche Räume kommt, sogar welche Räume wir haben wollen, groß, klein, hoch, niedrig, das ist schon eingespeist worden in den Architekturwettbewerb. Und das ist zwar dann mit dem Architekten Peter Böhm auch noch einmal, gab es viele, viele Diskussionen, aber das ist auch was ganz Besonderes unseres Hauses. Wir haben ein Haus gebaut bekommen, ein Gehäuse für die Bestände des Museums, für die Sammlung. Und wir sind unterirdisch und haben Tageslicht. Genau. Ne? Das ist dann auch das war der Knaller. Das war der geniale Entwurf wirklich von Böhm, weil das einfach was Überraschendes ist. Und Sie werden auch gleich sehen beim Durchgang durchs Haus auch etwas, wo wir uns sehr schnell getroffen haben, diese Durchgänge, die es gibt. Also zunächst einmal haben wir dann die Endpunkte immer besetzt mit besonders spektakulären, interessanten Objekten, in der Überzeugung, dass das schon den Besucher, es gibt ja einen Rundgang. Genau, das kann man hier an dem schwarzen Strich, den soll man verfolgen. Wir können ja mal langsam da mal entlang gehen. Haben Sie sich eigentlich mal Gedanken gemacht, was diese Faszination an Ägypten, an dem alten Ägypten eigentlich ist? Das ist ja Das vermittle ich ja. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Ja, aber was ist es? Ich meine, es gibt so viele Bücher und Filme und Ausstellungen zu dem Thema. Was reizt die Leute daran? Das eine, was die Leute reizt, ist, dass es auf den ersten Blick sehr leicht verständlich ist. Also wenn Sie einfach altägyptische Reliefs oder Malereien beispielsweise vergleichen, vielleicht mit Darstellungen mittelamerikanischer Kulturen, da haben Sie als Laie keine Chance, irgendetwas zu erkennen. Hier, wenn Sie sich die Bilder anschauen, Sie sehen etwas, also die Identifikationsmöglichkeit ist sehr viel schneller und unmittelbarer. Dann natürlich die Grundprinzipien der altägyptischen Kunst sind unglaublich klar. Nicht umsonst haben alle
besseren Künstler auch des 20. Jahrhunderts ihre alten Ägypter sehr, sehr sorgfältig studiert. Und dann, wenn wir die Kunst verlassen und in die Kultur gehen, Altägypten liefert viele, viele Archetypen im Bereich der Kunst, der Religion, der Literatur, wo sie hingehen. Wir können immer sagen, wenn die berühmte Frage kommt, wer hat es erfunden? Die alten Ägypter. Ja, aber glauben Sie jetzt zum Beispiel, dass das für die alten Ägypter ein Kunstwerk war? Haben die diesen Kunstbegriff, den wir heute für Kunst verwenden, damals schon gehabt? Oder war das für die was ganz anderes? Natürlich muss man die Einschränkung machen, die man ja bei jeder antiken Kultur machen muss. Es gibt keine Unterscheidung beispielsweise in der Begrifflichkeit zwischen Künstler und Handwerker. Aber die gab es im alten Griechenland auch nicht. Kein Mensch würde anzweifeln, dass das, was im alten Griechenland entstanden ist, nach unserem Verständnis Kunst ist. Und das gilt natürlich für Altägypten genauso. Der größte Unterschied natürlich ist, dass im alten Ägypten jedes Kunstwerk Auftragsarbeit gewesen ist. Sei es vom König oder sei es eben von den Leuten, die in diesen Statuen dargestellt sind. Aber dass ein Künstler sich hinstellt und sagt, na, was mache ich denn heute? Oder ich entwickle irgendetwas völlig Neues. Das ist eine moderne Sache. Ich finde es ganz interessant. Sie haben ja jetzt also quasi Tageslicht im Hintergrund, aber dann eben doch Kunstlicht auf den Objekten. Sagen Sie mal was dazu. Schön. Nein. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil man muss mit Kontrasten arbeiten. Man muss schauen, dass zum Beispiel dunkle Objekte auch von vorne eben entsprechendes Licht bekommen. Und Sie haben halt beim Tageslichtmuseum den Reiz, dass sich es eben mit dem Tageslicht auch ändert, die Kunst. Das kann man ein bisschen durch Aufhellungen, durch künstliche Steuerung machen, dass das dann etwas interessanter wird. Aber im Prinzip muss da schon Fingerspitzengefühl ranlegen. Jetzt sind einige Sachen hier in Vitrinen, andere nicht. Nach welchen Kriterien haben Sie das selektiert? Ja, da gibt es zwei verschiedene Kriterien. Die eine ist natürlich das, wenn Sie sich hier beispielsweise diese Stücke anschauen, die sind sehr klein. Und sowas steckt man schnell mal in die Hosentasche. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn Sie sich die Dimension der Vitrine zum Raum anschauen, diese Vitrine gibt dem Objekt eigentlich noch mehr Raum, es eigentlich selbst für sich beanspruchen würde. Man unterstützt es also im Prinzip wie ein Passepartout in der Art. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass konservatorische Bedingungen einzuhalten sind. Das heißt, sind Farbreste drauf, könnten die durch Berührung abgenommen werden. Also der Schutz und das Passepartout sozusagen. Wenn man sich jetzt diese Köpfe anguckt, hier zum Beispiel in der Vitrine, und mal so vom Schönheitsideal ausgeht, ne, eigentlich lässt sich das doch mit dem heutigen Schönheitsideal vergleichen. Was meinen Sie, warum Nofretete gerade in unserem Zeitalter solche Popularität bekommen hat? Für Altägypten ist sie relativ unbedeutend, aber sie entspricht unserem Schönheitsideal. Und das gilt für manche andere Dinge auch. Aber lassen Sie uns mal ein Stückchen weitergehen. Ja. Es gibt durchaus auch ganz andere Dinge. Das ist dann jeweils von einer bestimmten Zeitstufe abhängig. Stellen wir uns vielleicht mal vor die vier Stücke. Das ist eine meiner Lieblingsgruppen. Diese Stücke sind, wenn man sie datiert, also einer Epoche zuordnet, nahezu zeitgleich. Da sind also wirklich zwei Jahrzehnte lassen sich unterscheiden. Um eine Zahl zu nennen, 1300 vor Christi. Genau, also genau. Ist, und Sie sehen, wie unterschiedlich das sein kann. Hier haben wir ein junges Gesicht, ja. Aber hier zum Beispiel, das ist ein sehr nachdrückliches Altersbildnis, ein Altersporträt. Und sowas haben wir in bestimmten Zeiten auch. Also, dass altägyptische Darstellungen immer nur Jugendliche zeigen, das ist ein Missverständnis. Aber glauben Sie, dass damals schon so ein bisschen, sage jetzt mal in Anführungszeichen, manipuliert worden ist, was Schönheit anbelangt, dass Menschen damals schöner dargestellt wurden, als sie vielleicht in Wahrheit sind? Da kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass man hinterfragen muss, wofür wurden diese Statuen geschaffen. Und ein wichtiger Punkt, ein Hauptgrund für nichtkönigliche Personen für die Repräsentation in Statuen ist, dass es sich um Grabstatuen handelt. Und die Grabstatue ist sozusagen der Ersatzkörper für den Verstorbenen. Und der Ägypter glaubte ja an eine jenseitige Existenz. Und in der wollte er sich so dargestellt sehen,
als jugendlicher Mann, als schöne Frau. Man hat auch gerne das Jenseits so als ein bisschen positiver gesehen als das hiesige. Und wer will sich als dicker oder ganz hässlicher Mensch darstellen lassen? In den Pyramiden wurden ja unglaubliche Schätze gefunden in den Grabstätten. Was mich zu der Frage bringt, ich erinnere mich, das ist schon lange, lange her, da wurde mal so ein Roboter in eine Pyramide reingeschickt und man wartete ganz gespannt vor dem Fernseher, was wird da jetzt entdeckt und so. Ist es immer wieder wichtig, dass Ägyptologen da irgendwie Events schaffen, damit man auch die Aufmerksamkeit immer wieder erlangt? Das ist eine Frage, über die wir uns stundenlang trefflich streiten könnten. Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, Altägypten, wenn man es seriös betrachtet, kann man es auch seriös verkaufen und es ist immer noch spannend genug. Mhm. Das, was Sie gerade zitieren, da saß die Ägyptologie kichernd auf dem Stuhl davor und amüsierte sich köstlich darüber, weil alles nur gefaked war. Waren Sie nicht neugierig, dass da irgendwas Neues entdeckt werden könnte? Wo nichts ist, was man weiß, kann auch nicht sein. Also da war nichts zu entdecken. Natürlich kommt mit jeder archäologischen Expedition, mit jeder Grabung, kommen neue Informationen hinzu, die sich aber in der Zwischenzeit, muss man schon sagen, im Promillebereich bewegen. Keine neue Nofretete? Naja, gut, dann halt noch eine neue Nofretete. Das ist auch nicht so spannend. Sie können heutzutage genauso viele spannende Entdeckungen machen in den Museen, wo viele unbearbeitete Dinge sind, wie im Feld. Also das ist eine genauso spannende Geschichte, da muss ich nicht in die Wüste dazu gehen. Ja gut, wie ergänzen Sie denn jetzt Ihr Museum? Sind Sie immer noch auf der Suche nach neuen Stücken oder würden Sie sagen, das Ägyptische Museum in München ist voll und hier passt nichts mehr rein? Das Letzteres sicherlich nicht, aber es ist einfach so, die Preise im Kunsthandel sind extrem hoch und für ein staatliches Museum ist vieles nicht zu zahlen. Und andererseits gilt dann auch die Formulierung, was uns interessieren würde, ist entweder so teuer, weil wir eben nur auf allererste Qualität aus sind, dass wir es uns entweder nicht leisten können oder es illegal ist. Also ich kann ja nicht so agieren wie ein Privatsammler. Ich habe ja immer sorgfältig zu überprüfen, wie ist die Provenienz eines Stückes. Besteht gar die Gefahr, dass es frisch aus Ägypten geschmuggelt ist und so, was es immer noch gibt. Also die Zuwachsrate ist gering. Bitte sehr. Also jetzt ist hier der Obelisk, von dem wir feststellen, dass er sehr groß hier wirkt. Wo stand der vorher? Der stand vor der Residenz in München, unserem alten Standort. Und ursprünglich war auch geplant gewesen, ihn hier wieder davor zu stellen. Aber es hat einfach sich herausgestellt, als wir ihn eben überprüft haben, er hatte doch schon stark gelitten im hiesigen Klima, musste auch ziemlich aufwendig restauriert werden. Und es war klar, also verantwortungsvoll gehandelt, muss man ihn ins Haus reinnehmen. Er hat gerade noch reingepasst. Da wurde natürlich der Innenarchitekt dann gefordert, oder? Denn so einen Obelisken hier reinzukriegen, das war wahrscheinlich nicht einfach. Wie haben Sie es gemacht? Da oben ist ein Loch in der Decke, das kann man abheben, das ist wie ein Deckel. Und mit einem 350-Tonnen-Kran wurde dann der Elefant durchs Nadelöhr gepresst. Also das war spannend. Wobei, es war nicht das Problem, den Obelisken reinzukriegen. Ist toll, was die Kranfahrer können. Das war das Problem. Der Sockel musste nämlich auch so reinkommen. Und der hatte wirklich nur 5 cm Spielraum auf jeder Seite. Sagen Sie, kann man das, was man jetzt hier an dem Obelisken sieht, als Frühform einer gewissen Schreibweise definieren? Als Spätform. Als Spätform. Der Obelisk ist römisch und die Römer haben ja, als sie Ägypten sozusagen sich einverleibt haben, begann der eigentliche Siegeszug ägyptischer Gottheiten in Europa. Und die Römer haben Statuen und Obelisken aus Ägypten geholt und die Götter bekamen eigene Tempel gebaut und als es mit dem Nachschub nicht mehr geklappt hat, haben sie selber angefangen, Statuen und Obelisken zu bauen. Und eine Weile lang hat man noch die Hieroglyphen beherrscht und dann ist das in der Spätantike das Wissen darum so allmählich
ja, in Vergessenheit geraten. Und jetzt bei den Ägyptern, wer war da derjenige, der schreiben konnte? Eine kleine Oberschicht. Also der Hofstaat, die Beamten, sehr, sehr wichtig. Also 5 bis maximal 10%. Wie auch natürlich viele Dinge, die wir hier im Museum haben, unmittelbar mit dieser Oberschicht in Verbindung hängen. Aber das ist auch nichts Ungewöhnliches. Wenn wir dann in den Bereich von Keramik kommen, von Alltagsgegenständen, dann erweitert sich das natürlich auf einmal schlagartig. Also man muss noch mal zur Architektur hier, glaube ich, ein bisschen was sagen. Denn ich meine, das ist ja jetzt Beton. Also hochmodern, es wird ja heutzutage sehr viel auch mit diesem Grauton gearbeitet. Und dann eben ägyptische Kunst. Waren Sie sich immer sicher, dass das funktioniert? Ja. Warum? Sehen Sie, die Oberfläche von dem Stahlbeton ist relativ robust, rau. Das ist auch nicht der alleroberfeinste Beton, den es da gibt. Über den Boden hin bis zur Kunst wird es immer präziser, immer deutlicher, immer feiner. Und bis ganz zum Schluss dann die Objektmontage das Allerfeinste ist. Und dieses Prinzip haben wir eigentlich von vornherein ausgetestet und festgestellt, es funktioniert. Okay, dann schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Mal das Thema Mann-Frau thematisiert. Damals bei den Ägyptern waren ja sozusagen die obersten Gottheiten immer zweigeschlechtlich, nicht? Und dann wurden sie in der zweiten Generation, hat sich das Geschlecht dann getrennt. War das so? Ja. So war das? Gut. Ja, Hausaufgaben gut gemacht. Hausaufgaben gut gemacht. Dann müssen Sie mir aber noch mal sagen, wie haben denn Frauen damals in Ägypten gelebt, im Verhältnis zu den Männern? Wir dürfen nicht den modernen Begriff Gleichberechtigung verwenden. Der passt auf die alte Kultur nicht. Aber was wir verwenden können, ist Gleichwertigkeit und Gleichstellung. Für den Ägypter ist es völlig selbstverständlich gewesen, dass zu einem Männlichen das weibliche Prinzip gehört, aber auch genauso andersherum. Was es natürlich gibt, ist eine sehr strikte Rollenteilung, die sich übrigens auch in der Kunst ausdrückt. In Familiengruppen etwa wird der Mann in einer dunkleren, rotbraunen Farbe, Hautfarbe angegeben, die Frau mit einem hellen, weißlichen, gelblichen Ton, auch wenn sie vielleicht diejenige war, die draußen auf dem Feld gearbeitet hat und er irgendwo innen drin, ne? Das macht überhaupt nichts, das ist einfach eine grundsätzliche Festlegung, aber das zum Beispiel auch, sagen wir mal, in der Ideologie des Königtums bedurfte es auch immer eines weiblichen Komplementärs. Also die große königliche Gemahlin hat ihre feste Rolle, ohne die geht es auch nicht. Und genauso, Sie haben den göttlichen, den religiösen Bereich angesprochen. Da geht es so weit, dass man manchmal sogar, wenn sozusagen keine natürliche, in Anführungszeichen, Kultgefährtin da ist, dass man der männlichen Gottheit eine weibliche zur Seite setzt, die dann nur eine Feminin-Endung bekommt, Amun, Amaunet, um gleich wieder ein Paar zu haben. Kann man, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, aber kann man nachverfolgen, ob sich Paare damals auch getrennt haben? Natürlich kann man das, weil das in Eheverträgen oft genau geregelt gewesen ist. Aha. Und daraus ergibt sich zum Beispiel, dass eine Scheidung für einen Mann nicht besonders erfreulich gewesen ist. Da es eine Zugewinngemeinschaft gegeben hat, dann wurde geteilt, die Frau aber auch alles mitgenommen hat, was sie in die Ehe gebracht hat. Also wenn sie die Reichere war, dann war sie das auch nach der Scheidung, aber eher nicht mehr. Ich meine, da Sie hier die Direktorin sind, sich so viel mit Ägyptologie beschäftigt haben, eine Frau sind, hätten Sie das gerne damals auch gelebt? Könnten Sie sich vorstellen? Nein. Warum? Ich halte das für eine ganz, wie soll ich sagen, falsche Romantik, dass man immer sagt, ich hätte gerne in einer anderen Epoche gelebt. Schon allein, weil die Lebenserwartung der Frau damals, bedingt durch Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, viel, viel niedriger lag als die des Mannes. Also genau. Das war sicherlich kein goldenes Zeitalter. Von
von vielen äußeren Umständen her gesehen. Ja, ja, speziell für die Frau wahrscheinlich. Ja? Also, naja, für alle eigentlich. Also ja. eher schichtenspezifisch. Ich meine, die Oberschicht konnte sich bessere Ernährung leisten, hatte gute Ärzte und so. Also da war die Trennung natürlich viel, viel deutlicher, als es heute gewesen ist. Wie alt sind die Menschen damals geworden? Das Durchschnittsalter ist sehr, sehr gering. Das liegt bei knapp 30 Jahren. Und wenn wir manchmal sehen, was auch falsch interpretiert wird, dass ein Mann mit mehreren Frauen dargestellt ist, heißt das mitnichten, vom Königshaus abgesehen, dass es da also viel Frauenehen gab. Viel Weiberei. Nein, sondern das heißt einfach, und das ist immer dann für uns schlecht nachvollziehbar, ich sagte ja schon, das sind alles dann Grabstatuen. Das sind Frauen, die er nacheinander gehabt hat. Weil die also, alle gestorben sind. Dass ein Mann Anfang 30 zum dritten Mal Witwer war, ist nichts Ungewöhnliches. Und für die Ewigkeit wollte er mit allen seinen Lebensabschnittsgefährtinnen wieder vereint sein. Jetzt verstehe ich, warum Sie damals nicht leben wollten. Sagen Sie, hier haben wir ein interessantes Kunstwerk. Das heißt, hier merkt man natürlich auch, dass Sie mit modernen Mitteln hier arbeiten. Erklären Sie doch mal, was diese Zahnräder bedeuten. Sie oder ich? In zwei Sätzen, wenn es geht. Sieht sehr kompliziert aus. Ja, das ist hier eine Medienstation, die Objekte aus dem Raum zusammenfasst. Hier hat man die Kunstwerke. Die werden über ein Uhrwerk in Zusammenhang gebracht mit den Dynastien, mit den Epochen, mit den Ereignissen, aber auch mit den entsprechenden Pharaonen. Und der Besucher kann hier ein bisschen am Rad der Zeit drehen und sich dann zu den jeweiligen Elementen Informationen besorgen. Na, momentan sind sie noch nicht alle drin, aber das wird sich bis die nächsten Tage ändern. Jetzt müssen wir einfach noch mal uns bitte einen Moment darüber unterhalten, wie denn diese ganze Sammlung überhaupt zustande gekommen ist. Wer hat denn da überhaupt die Initialzündung mal gehabt? Eine der Gründerpersönlichkeiten unseres Hauses ist König Ludwig I., der damals beraten von Winckelmann schon oder ausgehend, nicht beraten von, aber ausgehend von Winckelmann und dann beraten von Klenze und von Martin von Wagner die Idee hatte, für seine Glyptothek drüben auch altägyptische Kunstwerke anzukaufen, dem eigentlich sehr, sehr modernen Gedanken folgend. Es ist die Voraussetzung für die griechische und für die römische Kunst, also fange ich bei den alten Ägyptern an. Und das ist der eine Strang und der andere Strang läuft über die Akademie der Wissenschaften, die auch sehr früh schon angefangen hat, Ägyptiaka zu erwerben, über den ersten Präsidenten der Akademie, Schlichtegroll, ist die Idee entstanden, man will sich am Wettlauf um die Entzifferung der Hieroglyphen beteiligen und hat zu diesem Zwecke ganz bestimmte Objekte, nämlich beschriftete Objekte, angekauft. Und so Ludwig interessierte sich für Kunstwerke, die Akademie für beschriftete Objekte, das waren Stelen, das waren Särge. Und so ist eigentlich der Grundstock im 19. Jahrhundert für diese Sammlung gelegt worden. Er hat aber auch den einen oder anderen Fehler gemacht, Ludwig I., ne? Der hätte auch noch ganz andere Sachen fürs Museum besorgen können, die heute in Italien sind, nicht? Diese großen Statuen. Müssen Sie das ansprechen? Ja, das muss man ansprechen, weil es schade ist. Also hier kann man sich die doch zum Beispiel in dem Lichthof könnte man sich die sehr schön vorstellen. Er hatte die Möglichkeit, eine ganz große Sammlung, die war ihm zuerst angeboten worden, von Drovetti, einem Konsul. Viele Konsuln haben damals die Sammlung zusammengestellt, die dann ins Ausland gingen. Und die ist ihm angeboten worden. Und da waren wirklich Kolossalstatuen dabei, jede Menge. Und er hatte mal wieder kein Geld. Weiß man, was das gekostet hätte damals? Ich glaube, das weiß man sogar. Und jedes Mal, wenn ich jetzt im Museo Egizio in Turin bin, der ganze Untergeschoss, also wirklich mit Dutzenden von Kolossalstatuen, Hätten alle auch hier landen können, ja. Ja, jetzt ist natürlich gerade dieses Thema auch für junge Leute interessant, beziehungsweise wie machen Sie es für junge Leute interessant? Haben Sie an Jugendliche und Kinder gedacht, die hier vielleicht auch was Spezielles in Ihrem Museum finden? Wollen Sie antworten?
Wir lassen Ihnen gerne Vortritt. Oder ich fange an und Sie machen weiter. Also wir machen sehr, sehr viel. Und wir freuen uns auch riesig jetzt über die neuen Möglichkeiten, denn da waren wir an unserem bisherigen Standort in der Residenz wirklich an die Grenzen gestoßen. Wir mussten Begrenzungen machen, wir haben Schulklassen absagen müssen, einfach aus Platzgründen. Ja. Und wir haben eigentlich verschiedene Dinge. Also wir haben zum einen die ganz klassische Museumspädagogik. Wir setzen immer noch auf mündliche Führungen, weil das einfach die Möglichkeit der Rücksprache, der Frage und Antwort erlaubt. Wir haben jetzt zwei Räume für die Museumspädagogik, wo Werkstattprogramme stattfinden können. Aber es geht eben auch noch einen Schritt weiter und jetzt über die mediale Erschließung. Über die mediale Erschließung. Und jetzt ein bisschen, was haben wir da eben gesehen? Genau. Ja, ganz genau. Sie haben bereits den ersten Eindruck gehabt. Und das ist eigentlich so auch das Prinzip, ein bisschen einen einfachen Einstieg für die Besucher zu finden und dann aber über Vermittlungstiefen in bis hin zum ägyptologischen Fachwissen zu kommen. Und da fangen wir eben bei den Kindern an und bei den, sagen wir mal, sehr plakativen und illustrativen. Die sind heute im Internet, die haben iPads, die haben iPhones. Ist das so ein bisschen hier aufgegriffen? Ja, das ist zwar vielleicht aufgegriffen, aber eben nicht oberflächlich, sondern es ist immer noch das Kunstwerk im Vordergrund. Und das war auch die Aufgabe als Gestalter hier, eine Medienintegration zu schaffen, die dem Kunstwerk nicht entgegensteht. Und Sie sehen es an den Medienstationen, sie sind waagrecht, sie gehen also nicht, drängen sich nicht in den Vordergrund, aber wenn man dann da ist, dann kann man sich wunderbar damit beschäftigen. Und gerade die Digital Natives spricht das natürlich sehr gut. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Also, ich muss mal sagen, das ist mein Favoritenraum hier. Im Jenseits wollte ich immer schon mal kurz vorbeigucken, weil ich ja weiß, ich kann da wieder raus und bin wieder im Tageslicht. Aber Jenseits natürlich hat kein Tageslicht, macht sehr viel Sinn. Hier kann man auch an dieser Station schon sehr schön inhaltliche Sachen sehen. Wenn Sie mal kurz darauf Bezug nehmen könnten und mal erklären, was hier passiert. Wir haben sozusagen eine ideale Situation geschaffen. Hier oben das Grab, was oberirdisch zu sehen ist, und die Bestattung, die hier stattfindet. Und das ist alles hier, spielt schon im Jenseits. Also das wird eine Pyramide zum Schluss? Nee, das ist ein nicht königliches Grab. Ah ja, okay. Und jetzt können Sie eben überall dort, und es können immer vier Leute, Sie sehen, es ist auf vier Personen auch aufgeteilt, damit hier nicht nur einer tätig werden kann, können Sie hier draufgehen und erhalten dann entsprechende textliche und zusätzliche bildliche Informationen. Wir können hier ins Paradies hineingehen, das Gefilde der Seligen, oder die andere Variante, in die Hölle. Oh Gott, ja, das ist nicht das, was wir wollen. Das dantische Inferno hat seine Vorbilder. Aber ich meine, die Hölle erschreckt mich jetzt irgendwie nicht in den Bildern, oder? Oh, also doch, das ist Feuer. Das sind die Feueröfen. Doch, das erschreckt. Also und die haben hier so ihr Korn zum Brotbacken und alles und mitgenommen. Und das ist sozusagen in einem Land, das nun jeden Quadratmeter bebaubare Erde der Wüste abbringen musste, ist es klar, dass das die gute Ernte und die ewige Ernte, dass das eine ideale Vorstellung ist. Nicht? Also letztendlich kommt auch unsere Paradiesvorstellung natürlich aus dieser Ecke der Welt. Ja. Also hier der Gedanke ist der, dass wir uns im Jenseits hier befinden. Also wenn Sie einfach mal diesen Raum erklären würden, was findet hier statt? Das Thema der Jenseitsglaube wird nun erklärt an Objekten, die alle ursprünglich einmal zur Grabausstattung gehört haben. Das fängt an mit Keramik der Vorgeschichte, die Stelen, die toten Gedenksteine, dann die Ushebtis, eine sehr, wie soll ich sagen, lebensnahe Einschätzung der Ägypter, nämlich Diener mitzunehmen und nach Möglichkeit 365. In der Größe, oder wie? Ja. Also die haben dann sozusagen als Lilliputaner, haben die einem dann Dienste erwiesen? Nicht als Lilliputaner, das Ganze ist modellhaft zu verstehen. Und es ist auch sehr schön zu sehen, dass diese Jenseitsvorstellungen völlig unabhängig vom Stand des Besitzers waren. Die Ushebtis in der obersten Reihe aus Holz, ein wertvolles Material in Ägypten,
Das sind alles königliche Ushebtis. Ist ja auch unglaublich, dass das Holz sozusagen diese vielen Jahrtausende überstanden hat. Die Trockenheit. Aha. Die Trockenheit. Dann geht es weiter mit den Särgen. Der Star des Raumes ist sicherlich die vergoldete Sargmaske einer Königin, Sajehuti, die einen mit ihrem leichten Silberblick gleich vom Anfang des Raumes her schon in ihren Bann zieht. Auch sehr jung ist die gestorben, ne? Also die macht ja, aber das, hier sind wir natürlich auch so bei der idealisierenden Darstellungsweise, die in Särgen und in Objekten fürs Jenseits ganz stark anzutreffen ist. Mhm. Wir haben die Särge. Sind diese Köpfe den Toten auch nachempfunden, nein, die in den Särgen nein, gelegen haben? Nein. Bei Sajehuti ja, aber das ist auch Massenware zum Teil, die vorproduziert wurde. Und in dem Moment, wo sich sozusagen ein Käufer gemeldet hat, kam die Inschrift mit dem Namen drauf. Das finden wir... Wie praktisch. Das gibt es auch bei Papyri und so, das ist sehr häufig. Ist auch wieder aus Holz. Das ist aus Holz und da es in Ägypten wenig gutes Holz gab, sehen Sie auch, dass die zusammengestückelt sind, was nicht mangelnde Qualität ist, sondern man hat eben wirklich jedes Stückchen Holz ausgenutzt, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und selbst die Farbe ist noch zu erkennen auf den Holzstücken. Finde ich irre, dass das so viele Jahrtausende überstanden hat. Oder hat man da ein bisschen nachgeholfen? Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben alle Stücke, die wir haben, restauriert. Und manchmal sieht man eben, gut, da ist was aufgefrischt worden, das geht dann weg. Aber manchmal sind die Sachen auch, ich sag mal, verstaubt gewesen durch auch nicht ganz korrekte Restaurierungen in früheren Zeiten. Da hat man die Stücke gerne mit Wachs überzogen, weil man glaubte, sie damit zu schützen. Mhm. Und nichts hält auf Wachs besser wie Staub. Und wenn man das heute dann abnimmt, dann kommen manchmal noch frischere Farben zur. Ist denn schon mal jemand aus Ägypten zu Ihnen gekommen und hat gesagt, es wäre eigentlich ganz schön, wenn das eine oder andere Stück bei uns in Ägypten im Museum wieder landen würde? Nein, ganz im Gegenteil. Ich kann mich noch an den vorletzten Botschafter Ägyptens in der Bundesrepublik erinnern, der sagte immer, wunderbar, ihr macht für uns die Reklame. Und die beste Botschafterin für mein Land ist Nofretete in Berlin. Also auch die Erkenntnis, dass man mit all den Schätzen im eigenen Land, man hat ja auch alles. Also die Situation ist ja doch in Ägypten eine andere. Es gibt ja nun viele Kulturen, viele Länder, wo wirklich alles der National Heritage im Ausland ist. Und das ist nun, Ägypten hat so viel da ist das, was wir hier in unseren Museen haben, nur ein verschwindender Bruchteil. Wie ist denn das Verhältnis zu dem Berliner Museum, ägyptischen Museum? Da ist eben die Nofretete und andere wertvolle ägyptische Kunstwerke sind dort. Wie ist das Verhältnis? Tauscht man sich da aus? Versucht man den anderen zu überbieten mit dem, was man dem Publikum anbietet? Also der vor 3 Jahren in Ruhestand gegangene Direktor des Ägyptischen Museums in Berlin, Dietrich Wildung, ist in Personalunion mein Ehemann. Das beantwortet die Frage. Haben Sie eine gute Ehe gehabt? Wir haben eine blendende Ehe, immer noch. Haben Sie eine blendende Ehe? Ja. Jetzt ist er im Moment ist er mein Chefeinleuchter. Aha. Ja, also das sagt Ihr Verhältnis zu Berlin bis vor 3 Jahren aus. Ja, aber gut, es ist jetzt kein verwandtschaftliches mehr. Nein, aber an sich ist man mit allen Museen weltweit verlinkt. Zu den einen hat man bessere persönliche Kontakte, zu anderen kennt man sich weniger. Aber man kennt sich vor allen Dingen persönlich, weil es eben doch noch eine überschaubare Gruppe von Kollegen ist. Man trifft sich, man besucht sich gegenseitig, man leiht sich Stücke aus. Kommt die Nofretete mal her, man leiht sich Stücke? Sicherlich nicht, weil man Nofretete überhaupt nie Berlin verlässt. Aha. Früher nicht und in Zukunft nicht. Dieses Barrierefreie, was Sie hier haben, ja, das ist ja auch bemerkenswert. Was war da der Hintergedanke, was war da der Grundgedanke? Nicht nur eine Barrierefreiheit zu haben, was die baulichen Vorgaben betrifft, da gibt es ja im deutschen Baurecht 1001 Vorschrift, das ist sowieso eine Selbstverständlichkeit, sondern doch auch ganz bewusste Punkte zu setzen, eine barrierefreie Vermittlung einzusetzen.
anzustreben. Da sind wir sicherlich noch nicht am Ende, das ist ein endloses Thema. Aber es ist aufgegriffen in den einzelnen Räumen. Wenn sich nur mal, also die Leitlinie, die wir am Boden haben, ist eben extra auch eine erhabene Leitlinie, eine aufgesetzte, um gleichzeitig als ertastbar zu sein. Mhm. Ich glaube, Sie sind schon an den Wänden. Jeder Raumtext hat unten eine Leiste mit Brailleschrift, um sozusagen einen Überblick zu geben. Und wir haben einen eigenen Raum Ägypten erfassen. Also Sie haben tatsächlich ein Angebot für Blinde, ja, die also sich das hier ertasten können und sich dadurch auch so einen Eindruck verschaffen können. In den normalen Rundgang integriert, nicht irgendwo verschämt hinter einer Tür, kann ich mal den Schlüssel haben und wir öffnen das einmal im Monat, sondern so gestaltet, dass auch der normale Besucher einen Mehrwert davon hat. Und hier ist ein Kleinkind gestorben, oder? Das ist das ist die einzige Mumie, die wir ausstellen. Ich bin da ja sehr strikt. Eine Mumie ist für mich immer noch ein toter Mensch. Es ist eine Frage der Ethik, sie auszustellen oder nicht. Aber hier ist es eben wirklich ganz komplett. Es ist nicht der nackte Körper, dann würden wir das nicht ausstellen. Aber es ist natürlich ein kulturgeschichtliches Phänomen. Also wir sind jetzt hier in der römischen Zeit angekommen. Und was wir hier sehen, sind alles Mumienmasken, Mumienporträts. Aber die hier Bestatteten sind Römer gewesen. Also sie haben sich vom ägyptischen Jenseitsglauben und den Bestattungssitten so überzeugen lassen, dass sie ihre eigene Tradition hintanstellen und sich Ägypten ausliefern. Also ich glaube, Sie haben hier ein wirklich sehr beeindruckendes Museum geschaffen und die Stücke, die hier sind, sind wirklich absolut sehenswert. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Museum und ganz herzlichen Dank, dass wir hier einmal eine Führung von Ihnen bekommen haben. Dankeschön. Wir sind gerade ein Drittel durchgegangen. Sie müssen wiederkommen. Gerne. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Einsteigen und Ford-Modelle testfahren bei Ihren Automobilforen Kuttendreier und AHG. Ganz in Ihrer Nähe. 5-mal in und um München. Just Drive.